Meine Damen und Herren, wir sind jetzt bei den Monatssiegern aus dem März 2010 angekommen und die werden Ihnen präsentiert von Heiko Hanslik. Er ist Geschäftsführer der Telemedia des Telefonbuchverlags der Saarbrücker Zeitung. Herr Hanslik. Auch von mir einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Saarlands Beste. Immer wieder ist es für uns eine große Ehre, bei dieser Veranstaltung eine Laudatio zu halten. Mich persönlich bewegt dabei immer wieder am meisten, wenn gerade Menschen, denen das Schicksal selbst nicht allzu freundlich begegnet ist, sich für andere Menschen engagieren. Vor 3 Jahren habe ich an dieser Stelle eine Laudatio für Adrian Schmitz gehalten. Sie haben ihn vorhin im Vorspann auf der Leinwand gesehen, der durch einen Unfall erblindet ist, aber dennoch für den Schwerstbehinderten Dominik Geld für eine Delfintherapie gesammelt hat. Und ich freue mich sehr, dass ich heute eine Laudatio für eine junge Frau halten darf, die dafür gesorgt hat, dass sich diese Geschichte in beeindruckender Weise wiederholt. Weil sich Kerstin Müller, einem von Geburt an blinden stark, einem blinden Mädchen stark verbunden fühlt, startete sie eine Hilfsaktion. Die selbst vor 6 Jahren erblindete Kerstin Müller-Klein sammelte Spendengelder für den behindertengerechten Umbau des Hauses, in dem die 13-jährige Michelle Nicole D'Andrea mit ihren Eltern wohnt. Das Mädchen kann sich aus eigenen Kräften nicht bewegen und ist somit auf einen Rollstuhl angewiesen. Zuerst lernte die hilfsbereite Saarländerin vor 3 Jahren die Mutter des Kindes kennen und hörte von Michelle Nicoles Schicksal. Das Mädchen kam mit Augenlidern, aber ohne Augäpfel zur Welt und allmählich entwickelte sich zwischen der 36-jährigen Kerstin Müller-Klein und Michelle Nicole ein inniges Verhältnis. Kerstin Müller-Klein erfuhr, dass für Michelle Nicole das Bad rollstuhlgerecht umgebaut werden musste, doch trotz eines Zuschusses der Krankenkasse konnte die Familie die Umbaukosten nicht aufbringen. Da beschloss Kerstin Müller-Klein, der Familie D'Andrea zu helfen. Zunächst richtete sie Ende Februar ein privates Spendenkonto für das blinde Mädchen ein. Bald darauf reifte in ihr der Entschluss, ein Benefizkonzert in Schmelz-Limbach auf die Beine zu stellen, denn ein rollstuhlgerechtes Bad kostet rund 10.000 Euro. Frau Kerstin Müller-Klein, das ist Ihr Applaus. Gut, okay. Also ich möchte mich bedanken bei meinem Mann Oliver, bei meiner Tochter, bei meinem Papa, die mich so toll unterstützt haben. Und ich wollte noch sagen, es gibt einen Spruch aus dem Buch Der kleine Prinz, das habe ich mir eigentlich zum Lebensmotto gemacht. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Auch wenn es für uns
eine große Ehre ist, hier zu stehen, so sind wir dennoch mindestens genauso aufgeregt wie alle, die hier auf die Bühne gerufen werden, um im Anschluss einige Worte zu sprechen. Auch für uns ist es etwas Besonderes, vor so einer beeindruckenden Kulisse zu stehen. So etwas machen wir schließlich auch nicht jeden Tag. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn er auf dem Weg hier auf die Bühne ist. Wir sind bei Ihnen und haben die gleichen Sorgen wie Sie auch. Verfolgt man das eine oder andere Stammtischgespräch, so hat man bisweilen den Eindruck, dass früher alles besser gewesen ist, dass der Mensch in unserer schnelllebigen Zeit eine immer kleinere Rolle spielt und dass soziales Engagement so gut wie nicht mehr stattfindet. Saarlands Beste zeigen eindrucksvoll, dass das gerade nicht so ist. Im Gegenteil, das Engagement ist nahezu unendlich vielfältig, wie der Monatssieger März in der Kategorie Verein Gruppe eindrucksvoll zeigt. Der Saarbrücker Verein Intakt kämpft in afrikanischen Ländern gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen. Und das mit Erfolg. In ganz Benin ist seit 2005 der Brauch der Beschneidung von Frauen abgeschafft worden, sagt Christa Müller, die Vereinsvorsitzende. Togo soll in diesem Jahr das nächste Land sein, in dem der grausame Ritus der weiblichen Genitalverstümmelung endlich beendet wird. Die internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen tritt als Geldgeber für Organisationen in den westafrikanischen Ländern Benin, Burkina Faso, Senegal und Togo auf. In diesen Ländern finanziert Intakt Aufklärungskampagnen der einheimischen Partnerorganisationen. Es ist wichtig, in den Staaten für die Bevölkerung vertrauenswürdige Organisationen zu finden, sagt Christa Müller. Auch müsse die jeweilige Organisation das Vertrauen des Vereins genießen. Und im Sinne einer nachhaltigen Wirkung der Aufklärungskampagne wird in jedem Dorf ein sogenanntes Folgekomitee mit 2 bis 4 Personen eingesetzt. Die Komiteemitglieder haben die Aufgabe, wachsam zu sein. Falls es wieder zu Genitalverstümmelungen an Kindern und Frauen komme, sollen sie diese bei den Partnerorganisationen anzeigen. Wir bleiben im Land und kontrollieren, dass es keine Rückfälle gibt, betont Müller. Wenn man sich vorstellt, dass in Deutschland derzeit 30.000 Frauen und Mädchen leben, deren Genitalien meist in ihren Heimatländern verstümmelt worden sind, dann weiß man, wie wichtig diese Aufgabe ist. Das ist Ihr Applaus, Frau Christa Müller. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir hier eingeladen sind und dass wir an der Aktion Saarlands Beste teilnehmen konnten. In dem Zusammenhang möchte ich Nathalie Henkel dafür danken, dass sie uns vorgeschlagen hat. Und ich möchte auch den vielen Anrufern danken, die im März 2010 für uns angerufen haben. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nehmen, unseren langjährigen Mitgliedern und Spendern zu danken, die unsere Arbeit ja schließlich nur alleine ermöglicht haben, denn ohne Geld können wir in Afrika sehr wenig anfangen. Mit wenig Geld können wir allerdings schon sehr viel bewirken, das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Es gibt oft Vorbehalte hier in unserem Land, dass man gegen eine jahrtausendealte Tradition, wie es die weibliche Beschneidung ist, etwas ausrichten kann. Wir haben zum Glück andere Erfahrungen gemacht. Als wir 1996 den Verein Intakt gegründet haben, da haben wir uns so vorgestellt, die damaligen Gründungsmitglieder, dass vielleicht, wenn wir dann irgendwann mal uns dem Ende unseres Lebens nähern, also nach 1, 2 Generationen es schaffen, vielleicht ein Land beschneidungsfrei zu bekommen. Wir waren dann überrascht, dass wir das eigentlich in einer Frist von 10 Jahren geschafft haben im westafrikanischen Benin. Dort begannen wir 1995 mit unserer Arbeit und konnten dann im Jahr 2005 das Ende der Tradition der Beschneidung
feiern und seither gibt es nur noch ganz wenige Rückfälle von Beschneidung. Wir sind nach wie vor in dem Lande tätig und werden aufpassen, dass die Tradition nicht wieder neu aufbricht. Wie Sie schon gesagt haben, wird jetzt Togo das zweite Land sein, in dem wir unsere Aufklärungsarbeit dieses Jahr abschließen. Und wir hoffen, dass dann auch dort endgültig die Tradition der Beschneidung aufgehört hat. Und wir werden dann in weiteren Ländern, in denen wir schon teilweise tätig sind, versuchen, diese Tradition wegzubekommen. Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nehmen, mal darauf hinzuweisen, dass man mit nur 15 Euro ein Mädchen vor der Beschneidung retten kann. Und wenn man bedenkt, dass wir ja versuchen, diese Tradition vollkommen auszuradieren in einem Land, sodass auch alle zukünftigen Generationen von Mädchen nicht mehr beschnitten werden, dann reduziert sich dieser Betrag dann mit jedem Jahr noch einmal beträchtlich. Das heißt, mit ganz wenig Mitteln kann man enorm viel bewirken. Ohne zu lange zu sein, möchte ich aber auch noch der Saarbrücker Zeitung danken, dass sie diese Aktion machen, jetzt unabhängig von unserer Teilnahme. In der Öffentlichkeit, finde ich, wird heutzutage immer sehr viel über Erfolg, Macht, Geld berichtet. Die Realität, die ich kenne, die ich täglich erlebe, ist eine andere. Da wird sehr viel in Familien füreinander getan, in Vereinen, in der Bekanntschaft, unter Freunden. Und es gibt sehr viel Mitmenschlichkeit und Wärme, insbesondere hier im Saarland. Das kann ich als Frau, die in Frankfurt aufgewachsen ist, ja sagen, ohne dass es verdächtig ist. Also hier im Saarland ist der Gemeinschaftsgedanke ganz besonders ausgeprägt. Und dass Sie das öffentlich machen, finde ich auch sehr gut und sehr anerkennenswert. Vielen Dank.